Name ist Georgios Panoudakis, ich bin 21 Jahre alt, bin in Griechenland geboren und in Rüsselsheim in Hessen aufgewachsen. Also erstmal der Verein an sich ist ein Traditionsverein, den kennt man von längerer Zeit auch, als sie in der zweiten Liga gespielt haben. Dann auch die Bedingungen, die der Verein besitzt. Sehr professionell, die Plätze, meine Trainingsanlage und dann an sich auch der Trainer im Gespräch. Also als kleines Kind hat man da nicht wirklich überlegt. Ich wollte dann direkt hin. Als ich dort war, war ich auch nicht nervös. Die Jungs in der Mannschaft und auch im Internat in La Masia haben mich sehr gut aufgenommen, waren auch mehrere Kinder vom Ausland. Und obwohl man nicht die gleiche Sprache gesprochen hat, hat man sich gut verständigt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also konkrete Unterschiede gibt es überall, glaube ich. Und in Barcelona war das halt so, sie wollten, es war sehr basierend auf erstmal Fußball spielen lernen und dann das Körperliche. Also wir durften auch erst ab der U17 in Kraftraum gehen, davor war alles tabu. Und das ist so ein Unterschied, was ich jetzt zu Deutschland und nach Spanien, also zum Barcelona sagen würde. Ich spiele im zentralen Mittelfeld, egal eigentlich auf welcher Position, im Zentrum fühle ich mich sehr wohl. Und ich sehe mich als spielstarken Spieler, will gerne den Spielaufbau machen, fühle mich sehr ballsicher und versuche nicht viele Fehler zu machen, das ist die Spielart von mir. Meine Stärken sehe ich in der Technik, Spielaufbau, am Ball ruhig bleiben, in einer engen Situation, Spielverlagerung. Und was ich hier verbessern will, ist auch mein Spiel gegen den Ball, was ich seit ich in Deutschland bin verbessert habe. Aber man kann immer seine Schwächen verbessern und das will ich hier machen. So viele Siege wie möglich zu holen in der kommenden Saison, zusammen mit dem neuen Ligapokal und den 11 übrigen Spielen. Und für mich als Spieler in die Startelf reinzukommen und so viele Spiele auch zu machen, wie es geht. Erstmal die Chance hier nutzen, die mir der Wacker Burghausen gibt. Und mich hier in der Regionalliga zu zeigen und dann wird sich zeigen in der Zukunft, ob man dann den nächsten Schritt machen kann. Aber ich bin erstmal hier fokussiert auf den Verein und bin dankbar für die Chance und will mich hier auch beweisen.